So Leute, wie in letzter Zeit so häufig gibt es wieder ein Singulär. Mir wurde wieder ein Singulär zur Verfügung gestellt und ja, es gibt eine Menge Singulärs in letzter Zeit obendrauf als Videos. Ja, es könnte sein, dass ein Superdrop gekommen ist und alle Leute ihre Packs bekommen haben. Diesmal haben wir Mark Pool, wie immer oben in den Kommentaren steht. Da haben wir Mark Pool, ich weiß es nicht. Mark Pool, Mark Pool, Mark Pool, wie auch immer. Gucken wir uns das mal an. Ich liebe ja diese neue Box. Thank you for being part. Ja, ja, du mich auch. Aber ich liebe diese neue Box hier. Ich finde sie wirklich gut gemacht. Es hat auch schon ein paar Nachteile, aber allein, dass ich sie nicht mehr kaputt mache, um sie aufzumachen, sie nimmt weniger Platz weg, es ist weniger Müll. Sie sieht genauso edel aus und ich kann da jetzt wirklich auch mal in so einem Kästchen hier woanders was anderes reintun. Es fällt ein bisschen leicht auseinander. Ist alles so schwarz hier. Es fällt ein bisschen leicht auseinander, aber gut. Was sollen wir machen? Gucken wir uns mal an, was dieses Secret Lair zu bieten hat. Auch wenn alle Leute natürlich schon wissen, was drin ist, weil es ein Secret Lair ist. Okay. Das ist weniger cool. Also hier oben das Festgeklebte ist nicht geil. Warum ist das festgeklebt? What the fuck? Da machst du doch die... Ja, cool. Cool. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Minus. Da müsste man sich was anderes überlegen. Dieses festgeklebt hier oben ist, geht gar nicht. Das ist ja voll für den Arsch. Gucken wir uns die Karten an. Wir haben Balance, 2 Mana Sorcery. Jeder Spieler opfert so viele Länder, bis er Länder hat, gleich der geringsten Anzahl von dem geringsten Spieler. Macht dasselbe mit Handkarten und Kreaturen. Dieses Life-Death mit der Waage und diesem Stab in der Mitte. Tag, Nacht. Ich liebe das Artwork. Dann haben wir einen Brainstorm. Eine der Karten, warum ich dieses Ding gekauft habe. Ja, ein Mana zieht 3 Karten, legt 2 Karten auf dein Deck. Andere würde sagen, ist ähnlich wie Opt. Ich sage, ist besser als Opt um ein Vierfaches. Ja, ich liebe das Artwork hinten mit dem Hufeisen drin, dieser Samurai, Ninja, was auch immer das sein soll. The secret is simple to know what you're going to do before you even see the possibilities. Ach, schön, schön. Dann haben wir ein Counterspell, Counter-Target-Spell. Das ist ein altes Artwork von eben Mark Pool, was einfach nur repolished wurde und auf einen New Border gedruckt wurde. Bisschen lazy, aber ja, ist halt jetzt ein New Border. Genau wie der Birds of Paradise hier. Zumindest einen Flavortext hätte man der Karte geben können, meiner Meinung nach. Birds genau dasselbe. Dann haben wir Howling Mine, auch hier genau dasselbe. Das ist ein altes Artwork. Es gab es in Braun Border. Jetzt gibt es das in Silber Border, beziehungsweise in diesem Grau Border. Zu Beginn jedes Draw Steps zieht jeder Spieler, solange die enttappt ist, eine Karte mehr, der dran ist. Birds kennt man hoffentlich. Ein Mana tappen für einen Mana, beliebiger Farbe, entfliegen, 0-1. Und wir haben die Hauptkarte, weshalb ich dieses Ding gekauft habe, Wasteland. Tappen für ein farbloses, tappen, opfern, zerstören, Non-Basic Land. Hammerkarte. Singulär Karte Nummer 178. Wie unten steht. Ah, das Artwork, da sieht man eine Library of Alexandria, wie sie gewastet wurde. Hammer. Und wir haben hier drunter noch eine Secret-Karte, die sieht man dieses Mal wenigstens ziemlich gut. Und wir haben ein Swiftfoot Boots. Cool. Alter. Wie cool. 2 Mana Ausrüstung, für 1 Mana Ausrüsten die Kreatur der Hexproof und Eile mit einem Plan, wie die gebaut wurden. Cool. Uncool. Die Karte ist mega gebogen, jetzt schon. Und man hört das, glaube ich, auch. Nee, hört man nicht. Geil. Aber Hammer. Swiftfoot Boots. Richtig cool. Richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt bei jedem Singulär drunter ist oder nicht. Ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.